Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter vor 8. Die Nächte werden länger, es ist jetzt Oktober und wenn es lange klar ist und man dann noch in so einer Kaltluftmulde sich befindet, dann kann das schon jetzt mal frostig werden. Also für die meisten von Ihnen kein Thema, aber in solchen Senken ist es denkbar. Am Dreisessel ist halt Mühle im östlichen Bayern, -4,3 Grad. Marienberg, Kühnheide, kalt, Klingenbrunn, das ist in Bayern, Morgenröte, Rautenkranz in Sachsen, wer kennt es nicht, -1,3 Grad. Also tatsächlich eine sehr frische Angelegenheit. Wir schauen dann aber auf die Entwicklung. Und was Sie da sehen können, wenn Sie sich hier den Satellitenfilm anschauen, ist, dass es in vielen Regionen Deutschlands sehr freundlich gewesen ist. Hier im Westen formierte sich dann allmählich die Kaltfront, deswegen bedeckte sich der Himmel. Aber zum Beispiel am Kaiserstuhl in Ihringen ging es rauf bis fast 24 Grad, 23,5. Und Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze, hatte praktisch von früh bis spät Sonnenschein, 11,5 Stunden Oktobersonne. Wir gucken jetzt nach vorne und zwar auf den 15-Tage-Trend. Und Sie sehen, es ist am Sonntag, dieses Jahr trifft der Tag der Deutschen Einheit, genau ein Sonntag, der Feiertag. Da gehen die Temperaturen rauf in München, 26, vielleicht sogar auf 27 Grad. Am Alpenrand wird es auch Föhn geben und dann gibt es zum Montag den wirklich deutlichen Temperatursturz auf eher wieder typische Oktoberwerte. Dann an diesem Tag wird es auch vor allen Dingen im Westen sehr windig. Da gucken wir uns gleich an, wie die Entwicklung ist. Blicken jetzt aber zunächst in diese Nacht, wo im Nordwesten diese Kaltfront unterwegs ist. Deswegen sind hier bis nach Nordrhein-Westfalen rein Schauer möglich. Dann gibt es aus der Schweiz raus im Allgäu vielleicht ein paar Tropfen. Sonst ist es wechselnd oder nur leicht bewölkt. Teilweise sogar klar. Temperaturen meistens 8 bis 13 Grad. Aber es geht teilweise runter hier im östlichen Bayern und an der Saale auf 4 bis 6. Der morgige Vormittag dann präsentiert sich so, dass diese Front so ein bisschen verhungert. Es ist wechselnd bewölkt, durchaus freundlich, vereinzelt gerade Richtung Bayern mal ein paar Tropfen. Am Nachmittag wird es dann wieder viel Sonnenschein geben und dann dockt im Westen ähnlich wie heute die nächste Kaltfront an, bringt hier erneut ein bisschen Regen. Temperaturen ähnlich wie heute im Markgräflerland bis 24, sonst meist 16 bis 22 Grad und der Wind, der kommt aus südlichen Richtungen. Das ist der Ausblick. Da sieht man diesen Sonntag dann eben kräftige Windböen bei Kaltfrontpassage hier im Westen. Vorher die große Wärme. Am Montag dann wechselhaft in Baden-Württemberg mit 11 Grad richtig frisch. Tschüss.